Ich könnte etwas an meinem Buch verbessern, tue es aber nicht. Und warum das keine Faulheit ist, sondern ein Vorbild für dich sein sollte, das klären wir nach dem Intro. Und damit willkommen zu Produktiv hoch 3. Mein Name ist Sascha Feeth und mit der Aussage, dass ich etwas an meinem Buch verbessern könnte, es aber nicht tue, habe ich in meinem Coaching irritiert. Das kam wie folgt. Ich habe zu Demozwecken meinen Taskmanager geteilt. Dann haben wir die ganzen Projekte gesehen, gemeinsam auf dem Bildschirm, an denen ich so arbeite. Und unter anderem habe ich ja das Dauerprojekt, was eigentlich jetzt mehr ein Zuständigkeitsbereich oder eine Rolle ist, dass ich mich ja auch um mein Buch Schluss mit E-Mail-Stress kümmere. Das Buch ist ja mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen, wobei, wenn ich genau zähle, ist es eigentlich schon die dritte, vierte, fünfte. Diese kleineren Änderungen, die ich gemacht habe, die zähle ich jetzt gar nicht. Also das hat in der Vergangenheit ganz viele Aktualisierungen gekriegt und die allererste Auflage, da ist ja schon ganz viel Mühe und ein ausführliches Lektorat reingeflossen. Das heißt, das Buch ist immer besser geworden und jetzt habe ich noch weitere Ideen, das Buch zu verbessern. Und diese Ideen standen in meinem Taskmanager. Und ich habe dann aber in dem Moment jemandem erklärt, guck, hier habe ich ein Projekt, hier habe ich Aufgaben, aber ich werde diese Aufgaben nicht tun. Ich werde diese Verbesserungen nicht ins Buch einfließen lassen. Ganz konkret ging es um ein paar Gedanken, die ich gern in einem Kapitel ergänzen würde und um einen neuen Abschnitt bzw. Unterabschnitt, den ich gerne schreiben würde. Und da war die Irritation beim Gegenüber groß. Warum machst du es denn dann nicht, wenn es dein Buch verbessert? Tja, warum mache ich das eigentlich nicht? Das hat zwei Gründe.
Letztes Mal, in der letzten Folge, wovor flüchtest du aufs stille Örtchen? Haben wir schon darüber gesprochen, dass man sich mit dem Smartphone gerne in so Schwellenmomenten, in so Transitmomenten ablenkt, um nicht auf die eigenen Gedanken zurückgeworfen zu sein. Ich bin sicher, du hast schwere Aufgaben, die du zu erledigen hast, oder unangenehme Aufgaben, oder Aufgaben, die du lange vor dir herschiebst. Es gibt immer irgendwas, was man eigentlich tun sollte, wo man auch weiß, dass man es tun sollte, aber es nicht tut. Was tut man stattdessen? Selbst wenn man nicht ins Social Media versumpft, ja, dann flüchtet man sich in andere Aufgaben. Und weißt du, dieses Kapitel im Buch zu schreiben, das wäre für mich auch eine bequeme Flucht vor den Aufgaben, die ich eigentlich tun sollte. Und das gebe ich dir jetzt heute zu bedenken. Bitte überlege, wenn du dich leichten, einfachen Aufgaben hingibst, tust du das dann, um anderen Leuten einen Gefallen zu tun, um deiner Meinung nach irgendwas, was eigentlich schon super ist, noch weiter zu perfektionieren, einfach nur, um allen Leuten einen Gefallen zu tun? Ist das wirklich effizient? Und wovor flüchtest du? Was tust du gerade nicht? Und wo hast du dich gerade aktiv entschieden, etwas nicht zu tun? Überdenk das, wenn du das nächste Mal in eine einfach angenehme Aufgabe verfällst. Und genauso wie bei der Flucht auf stille Örtchen aus der letzten Folge, wo ich dich darum gebeten habe, dir dann mal zu überlegen und zu notieren, vor welchen Gedanken bin ich eigentlich gerade geflüchtet. Überleg dir und notiere dir, vor welchen Aufgaben bist du geflüchtet und warum bist du vor diesen Aufgaben geflüchtet. Denn wenn du dir selbst in diesem ruhigen Moment erklärst, ich habe jetzt gerade unnötig weiter an diesem Bericht geschrieben, obwohl ich eigentlich etwas ganz anderes hätte tun sollen, warum habe ich dieses andere nicht getan? Das habe ich nicht getan, weil es war mir aus folgendem Grund unangenehm. Wenn du das aufschreibst, ist das schon der halbe Lösungsweg. Gut. Die Kernbotschaft für heute ist übermittelt. Ich möchte jetzt noch versöhnlich enden. Keine Sorge, ich werde diese Verbesserung irgendwann noch ins Buch einbauen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich garantiere dir, dass der Mehrwert des Buches heute nicht geschmälert ist dadurch. Und ich garantiere dir sowieso, wenn du das Buch über meine Website www.inbox-zero.de kaufst, dann bekommst du ja kostenlos alle Updates von mir sowieso zur Verfügung gestellt. Das heißt, alle, die das Buch gekauft haben, bevor diese ominösen erweiterten Kapitel drin waren, die haben überhaupt nichts verpasst und die werden es mitkriegen. So, damit denk daran, du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt. Manchmal ist diese Next Action aber eben nicht angenehm.